Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, wie auch immer man es nennen mag, zu einer neuen Runde von Raft mit dem Krian. Hallo Yogi. Das mit dem Werfen müssen wir aber noch ein bisschen üben, Krian. Ja, wie geht es denn nochmal? Einfach Maustaste gedrückt halten. Hab ich ja, macht er nicht. Und dann wirfst du es aus. Macht er nicht. Für diejenigen, die Raft noch nicht kennen, guckt euch die erste Staffel an, ja? Nein. Wir sind auf einem Floß. Mitten im Meer auf einmal Raft und können erstmal Müll einsammeln, weil wir wissen ja alle, Müll ist genug vorhanden. Du musst es schon gedrückt halten, dann wirft das auch weiter. Macht er nicht. Da musst du mal ein bisschen hier weniger Salat essen, dann schrumpft der Bizeps auch nicht so, dann kannst du vielleicht auch besser werfen. Macht er nicht, gut, ich kann nicht mitspielen. Ich sammle einfach nur alles, was hier in die Nähe kommt. Da ist ein Hai. Okay. Ja, den sollst du nicht sammeln, genau. Das ist die Bedrohung, wenn man hier ins Wasser hüpft, kommt der Hai. Und man kann irgendwo craften. Ha! Einen Hammer haben wir gebraucht, um's Floß größer zu machen, oder? Ja. Ich brauche Seile. Für einen Hammer. Komm schon. In dem Fass sind übrigens immer mehr Sachen drin. Und im Vergleich zu letztes Mal gibt es noch größere Inseln. Da haben wir ein bisschen Angst davor, weil das letzte Mal schon das etwas laggy war. Da vorne ist übrigens eine Insel. Ja. Sollen wir die Drive-By-mäßig mitnehmen, weil wir haben keinen Anker, geschweige denn irgendwas anderes. Ja, also ich kann nicht einsammeln. Das geht einfach nicht. Das ist scheiße. Willst du nochmal neu joinen oder irgendwas? Nee, Pech gehabt, musst du halt alleine arbeiten. Okay. Ich glaube, Krian tut nur so. Ich glaube, Krian kann in Wirklichkeit arbeiten. Ich brauche Blätter. Krian, sammel Blätter, los. Kann ich nicht. Es kommen keine vorbei. Ich kann nur das holen, was einen halben Meter ums Floß rumkommt. Mehr kann ich nicht machen. Ich spring halt mal ins Wasser, stelle ich nicht so an. Da ist ein Hai, mache ich nicht. Ja, der will nur spielen. So, wo ist hier das Seil? Da. Also noch habe ich nichts Neues entdeckt. Wieso geht das denn nicht? Wieso kann ich denn... Ich verstehe nicht. Musst du eine andere Taste drücken. Also Krian, jetzt schnell auf die Insel springen. Guck mal hier, ich mache unser Boot extra für dich ein Stück breiter. So. Direkt mit meinem Achievement, weil ich 100 Sachen gebaut habe. Nice. Keine Ahnung, es klappt nicht. Ah, diese entspannende Musik. Plastik! So, was war schlau am Anfang? Wir brauchen Beete. Oh, guck mal, die Unterwasserwelt unter uns. Ja, ja, ich sehe schon. Ja, wir brauchen Beete und alles Mögliche. Da ist ein Plastikteil. Da ist ein Hai. Schlag ihn. Ja, viel Spaß. Du fällst gleich rein. Hör auf damit, Hai. Ich wollte ihn hauen, aber er wollte nicht, dass ich ihn haue. Komm, Krian, schnelle Insel-Action. Kann man auch nicht viel machen. Wir haben keine Axt und nichts. Ah, ich bin vom Boot gefallen. Tschüss. Mein Boot. Da, ein Fass. Holet es. Ja, würde ich. Kann ich nicht. Ist zu weit weg. Die Idee war gut, doch seine Arme waren zu kurz. Ja, ich kann halt nichts machen. Gerade. Ja, das ist wie gesagt, also, weiß nicht so. Ich meine, ich halte dich auch am Leben, ja, so ist es nicht, aber auf Dauer schwierig. Dieses Holzstück kann ich einsammeln, keine Sorge. Das nehme ich mit. Ist doch schon mal gut. Easy, mein Holz. Nice, Krian, nice, ich bin stolz auf dich. Ich weiß. Ich bin einfach super. Hilfreich und super. Weil guck, es geht nicht. Keine Ahnung. Palmblätter, Kunststoff. Jetzt haben wir was. Ah, Krian, ja, du kannst ja doch was. Und dann One direkt ins Ziel geworfen. Ich habe einfach nur mal neu 1 ausgewählt und dann ging's. Ah ja. Hat der Krian mal was Nützliches gemacht, nach 50 Minuten gefühlt hier so. Ich würde mich mal darum kümmern, dass wir einen einfachen Destillator bekommen. Du möchtest jetzt gerne einen einfachen Destillator haben. Ja, dann destilliere mal. Ja, ich muss erst noch ein bisschen was sammeln dafür, aber so grundsätzlich für Trinkwasser, weil ich erinnere mich daran, dass wir sonst verdürsten.
Ja, was soll ich dann bauen? Ich meine, den könntest auch du bauen und ich erweitere unser Floß ein bisschen. Mir ist egal. Dann gucken wir mal, was wir so einen Weil Destillator brauchen. ich habe schon einen Hammer, deswegen kann ich unser Floß schon erweitern. Palmenblatt brauche ich. Alles klar. Ich Ja, wir finde können uns das. auch erstmal eine Kiste machen, weil ich weiß, letztes Mal, als wir versucht haben, Sachen zu sharen, war das immer so. Warte mal, ich schmeiß dir mal was hier hin. Guck mal. Guck mal. Kannst du es aufnehmen? Ja. Das Damn, wäre jetzt habe ich keine. perfekt. Das ist sogar perfekt, weil ich kann jetzt einen einfachen Reiniger bauen. Sehr gut. Deswegen habe ich dir ja die Palmblätter gegeben. Weil ich habe ja im Vergleich zu dir schon Dinge gesammelt. Erstmal wegdissen. So, jetzt brauche ich Plastikmüll, damit ich noch Tassen machen kann. Weil ich will eine eigene Tasse haben. Ich will nicht mit dir Kern, zahlen. ich trinke nicht aus Plastik. Das ist mir nicht Okay. nachhaltig genug. Ich möchte bitte Glas. Also da müssen wir schon mal so ganz klare. Meins? Gab es nicht noch was anderes? Wie, noch was anderes? Ja, wo man draus trinken kann. Es hat doch diese Flasche. Plastikflaschen, die haben wir noch nicht gelernt. Also ich glaube, wir brauchen dann halt erstmal so Erkundungssachen so noch. Ich denke, am wichtigsten ist danach auch erst nochmal, dass wir einen Speer? Speer haben, ja. Oh ja, wir müssen den Hai töten können. Den alten. Da ist er schon wieder. Gehst du weg? Was brauchen wir denn für einen Speer? Haben wir überhaupt schon einen Palmenblätter und Holz. Holzspeer? Seil. Mir fehlt noch ein Seil. Ich habe gerade eins gefunden. Alles gut, ich hab. Ha! Ja, auf jeden Fall, wir haben lange drauf gewartet. Es gab ein großes Content-Update bei Raft. Und seitdem warten wir drauf. Gestern kam es und Bam. haben wir uns sofort dran gesetzt heute Morgen. Schön. Es ist so früh. 6:43 Uhr. Mein Plastik. Was wir auch brauchen, ist dann halt dementsprechend bald. Forschungstisch. Ja gut, das ist ein bisschen weit. Unser Floß ist dafür viel zu klein. Aber halt Mehr Platz. Anker und. Netze. Wir brauchen Netze. Richtig, dass wir Das nicht war der dauernd Trick. selbst sammeln müssen. Aber ich glaube, das macht erst Sinn, wenn wir ein großes Floß haben. Ja, die waren auch relativ teuer, glaube ich. Aber wir hatten damals viele davon. Also wir waren echt Oh ja. sehr gut vorbereitet. Wir haben fast nichts mehr selbst machen müssen. Das hast du dir diesmal von Anfang an gedacht und gesagt, du kannst nichts angeln. Ja. Hey! Angelt er mir ein Brett vor der Nase weg? Kann ich es dir klauen? Nein, das geht Nein, immer noch kannst du nicht. nicht. Schade. Ich bin viel zu stark. Ah, So, richtig. mein Haken ist auch gleich schon wieder im Arsch. Das ist Da nicht gesund vorne ist eine praktisch. Insel. So, ich drück dauernd auf Escape, wenn ich craften will. Eine Insel mit zwei Bergen. So, guck mal, hier. So nicht. Geh weg. Gehst du weg? Ich habe immer gezeigt, dass es so nicht geht. Sehr gut. Mach weiter Ich so. brauche aber noch ein Plastik, um es wieder reparieren zu können. Hier, weißt du was? Nimm eins von denen. In der Truhe ist nichts drin, Krian. Doch, da ist drin. Nein. Ich habe da vier Plastik reingetan. Ich kann es auch rausnehmen. So, das ist mein Plastik. Dein Pech. Okay, das war im Crafting-Menü. Nah dran. Kannst du mal Ist es aufhören? jetzt? So, jetzt. Ja, der Lager ist rechts. Ich habe es in mein Inventar reingetan. Okay. Ich dachte mir, Würde komm. mir würde sowas natürlich nicht passieren. Nein, natürlich nicht. Also Niemals. das muss man ganz klar jetzt mal sagen. Aber wie repariere ich? Sag mir lieber mal das. War das Ah, nicht ich muss auch. auf Reparieren umschalten. So, Rechtsklick reparieren. Ja, wer kennt's nicht? Also, wenn du Hammer hast, musst du auf Reparieren einstellen, damit er repariert, sonst hammerst du nur. Ja, sonst machst du es kaputt mit dem Hammer. Ist doch ganz logisch. So, Krian. Oh. Krian, das wird dunkel. Ja, ich brauche immer noch eine Tasse. Was hast du mir da hingeschmissen? Was hast du gemacht? Nix. Was hast du Ich hab gemacht? dich angespießt. So, ich brauche gleich was zu trinken. Das ist ganz gut, dass ich jetzt gleich genug Plastik habe. Ich habe schon mal Planken platziert, damit wir auch Feuerchen machen können darunter. So. Füllen.
füllen. Yay, unser Floß brennt. Oh, scheiße, das ist nicht so gut. Wir haben eine Insel zur Rechten. Okay. Captain, rechts ist eine Insel. Wollen wir Halt machen? Ja. Vielleicht finden wir aber was Essbares. Weil ich mir nicht so sicher bin, wie wir Halt machen wollen, Krian. Mein Haken ist kaputt. Meiner ist auch gleich kaputt. Erstmal einen neuen machen. So. Trinken. Hui! Trinken. Ich gebe dir Bescheid, ja, wenn wir abhauen. Ich habe ein paar dicke Ananasse. Ah, stimmt, man konnte die Bäume fällen. Scheiße. Ich bin ultra langsam, weil ich nichts mehr zu trinken habe. Wir hauen ab. Das könnte jetzt echt blöd werden. Mach's gut, Yogi. Der Hai denkt sich auch, den fick ich richtig. Ja, wir brauchen. Oh, ich brauche übrigens auch bald eine gute Dingenskirchen hier. Es regnet, ich mach den Mund auf, vielleicht kriege ich noch was zu trinken. Krian, ich hab so Durst. Ich sehe schon, wo ist der Plastikbecher? Ich mache hier leere Taste. Ich mache hier 1000 Wasser rein, aber. Ach, who cares auf Wasser? Jetzt geht's. Ich esse einfach eine Ananas. Bist du auch eine Ananas? Ich hätte auch gern was zu essen, ja. Hier ist eine Ananas. In dieser sehr praktischen schön. Pappkiste. Die habe ich nämlich auf Amazon bestellt. Super, gut. Die liefern echt überall hin inzwischen. Die liefern, ja, Drohnenlieferung. Gönnung. Stückchen Kaffee. So, Holzspeer. Ich brauche immer noch Seile, die kann ich aber machen. Perfekt. So, aber jetzt bin ich auch bewaffnet. Das ist doch schon mal gut. Ich habe übrigens Ananas-Samen. Ja, wir brauchen dann nur noch mittelgroße Anbaufläche und Beet und alles. Ich habe auch eine rote Rübe und ich habe eine Kartoffel. Also eine rote Rübe ist nicht ganz so gesund. Bist du krank oder warum ist dein Kopf rot? Naja, das ist die Dehydration. Ich habe eben ein bisschen Salzwasser geschnüffelt. Hast du dir ein Wasser genommen hier? Nee, habe ich nicht. Da. Könnte ich aber mal machen. Mit Süßwasser. Oh, da steht mittlerweile mal mit Süßwasser. Stand vorher auch schon da. Will noch mehr. Nix, das nächste ist mir. Aber ich hab Durst. Ich auch, aber ich bin wichtiger. Durst! Ich hab schon mehr gemacht als du. Moment. Wer hat hier sich die Wasser. Wer hat die Wasserversorgung gewährleistet? Du musstest erstmal wie so ein Koma-Patient rausfinden, ob du überhaupt deinen Arm bewegen kannst, um so einen Haken auszuschmeißen. Also ich muss erstmal eine Rückführung mit dir machen. So, Krian, erinnere dich. Nutze deinen Arm. Da rechts von uns ist irgendwas Großes. Da ist ein Hai. So nicht! Stirb! Es wird Zeit, dass er stirbt, dann können wir ihn essen. Oh, eine Holzplanke. Herr Hai, ich sehe alles. So, wieder nachlegen. Und da kommen drei Fässer auf uns zu. Oh, meine Nase kitzelt. Ich brauche übrigens noch einen Plastik. Und dann? Kann ich mir auch noch mal einen neuen Haken machen? Ja, hätte ich das mal gewusst, bevor ich die drei Dinge gebaut habe hier. Da hätte ich es trotzdem gemacht. Das war mir klar. Rechts ist eine Insel. Ja, das war das, was ich meinte. Ich muss sagen, gefühlt sind die Inseln zwar auch schon größer geworden, aber ich merke bei denen noch keine Performance-Einbrüche. Das finde ich ja, ganz gut. Aber diese kleinen Inseln, die waren eigentlich auch nie ein großes Problem. Ich kann jetzt eine Antenne erforschen. Ja, ich auch. Nee, toll. Ich kann das. Ich auch. Nein, du kannst das nicht. Ich kann das. Ich kann immer einem Eimer Antenne mehr erforschen als du. Wir brauchen noch einen Plastikhaken hier. Ich habe einen Plastikhaken. Einmal mehr als du. Ich kann jetzt auch einen Empfänger erforschen. Wahrscheinlich rudern wir gerade an so einer schönen Station vorbei und sehen es halt nicht. Ja, was sollen wir machen? Wir können es nicht ändern. Ich habe eine Kartoffel. Ich auch. Dich. Der war schon gut, oder? Ja, sensationell. Ja, ich du weiß. Hast, ich du weiß. Hast einen Deutschen als Kartoffel bezeichnet. Das war was Revolutionäres. Das hat noch nie ein Mensch vorher getan. Ich weiß. Wir müssen ja auch mal neue Innovationspunkte setzen.
Ja. Ich habe übrigens auf hoher See. Ich habe übrigens langsam Hunger. Ich habe auch eine Kartoffel. Ich würde sagen, ich guck mal, ob ich nicht so einen Grill mache. Ein Schrot brauche ich. Schrot und Seil. Hast du Schrot? Ich habe einen Schrot. Du hast einen Schrot? Hier kriegst du einen Schrot. Perfekt. Express Delivery. Zack, bumm, batsch, zack. Möchten Sie mit ein Stück nach vorne gehen? I für Inventar? Du bist ein mutiger Pionier. Dein so. Floß ist dein Zuhause. Dein Haken ist dein Freund. Zweitens, wenn dein Floß auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren geht, baust du einen neuen. Drittens, wenn du den Eindruck hast, das blaue Meer zieht dich unendlich hin, dann bist du nicht aufmerksam genug. Viertens, es gibt nichts, was du nicht herstellen kannst, wenn du das richtige Treibgut hast. Fünftens, höre alle Frequenzen des Funkgerätes ab. Wenn etwas sendet, ist es über Wasser. Sechstens, andere waren schon vor dir da. Weitere werden dir folgen. Setze auch du dein Zeichen in der Welt. Die Welt ist untergegangen, über ihre Geschichten bleiben. Aber ihre Geschichten bleiben. Sammle so viele, wie du kannst. Und um Himmels Willen, nimm dich acht vor Hain. Ich sehe dich an einem trockenen Ort, Sis. Krian ist das hier übrigens, ich bin das hier und das ist unsere Schwester. Hast du vielleicht... Oder das bin ich und das ist meine Schwester und wir haben ein gemeinsames Kind. Ich bin mir da nicht so sicher. Was denn? Ich brauch Blätter. Wie viele denn? Ah, einige. Eins. Oh, ich kann dir immer nur alle auf einmal geben. Hier liegen 18 Stück. Perfekt. Endlich bist du mal hilfreich. Ja, nachdem ich hier erstmal die Story vorgelesen habe, die sich krass erweitert hat, was wir vorher selbst rausfinden mussten, dass wir auf einer einsamen Welt sind, wo vorher vielleicht andere waren, das hat das Spiel uns diesmal selber gesagt. Da ist noch ein Wasser für dich übrig. Oh, nice. Also wenn du auf T drückst, kommst du übrigens in dein Tagebuch, wo du deine Schwester mit dir und eurem gemeinsamen Kind siehst. Okay, werde ich gleich mal machen. Ich muss parallel hier noch sammeln und angeln. Ich bin beschäftigt. Hast du eine Angel gemacht? Sehr gut. Ja. Ich hole uns das Essen jetzt hier auf den Tisch. Oh, Insel! Also, da hinten. Dann würde ich sagen, nächster Plan, wollen wir gucken, ob wir direkt einen stationären Anker machen können? Den guten? Ja, also weil, ich weiß, wir haben letztes Mal immer tonnenweise Steine gebraucht, um den nicht so guten zu machen. Ich weiß nicht mal, was wir für den guten brauchen, aber... Ich mache jetzt hier mal ein bisschen unser Mittagessen, würde ich sagen. Tee hast du gesagt. Was, Tee? Ja, also I für Inventar und T für Tagebuch. Also das steht auch unten links an in deinem Hub-Menü. Das ist mir eben so aufgefallen, das habe ich gesehen, muss ich erstmal draufdrücken. Sieh, wenn ich meine Freundin sehe, muss ich auch immer erstmal draufdrücken. Mir wird ganz schwummrig, Creon. Hast du ja Wasser genommen? Ja, aber ich brauche Essen. Oh, ich sehe schon Haie, Creon. Essen ist in der Mache. Wie viel Essen hast du noch? Unter Balken. Ja gut, dann kriegst du halt den ersten Fisch. Juhu! Nimm dir. Die kleine, verkohlte. Der sieht echt ungesund aus hier unten im Inventar. Hast du ein Problem mit meinem Essen? Er schmeckt aber gar köstlich. Ich würde fast sagen, ja, 50 Sterne Menü. 50 Minimum. Ich habe noch nie was Besseres gegessen. Kochkünste fertig, ich fass es nicht. Ich meine, sei froh, der ist gut gefüllt mit viel Plastik. Ja, normal. Guter Fisch halt. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, so ein 5x5 und dann machen wir eine Reihe Netze. Sollen wir uns da mal drauf machen? Können wir mal tun so. Weil... Wollen wir diesmal direkt so Art schiffsartig gehen? Oder wollen wir was Breites, Langes machen? Ich stelle mir so ein Schiff eigentlich ganz cool vor. Du meinst also richtig so breit, was dann vorne spitz zuläuft? Ja, so ein bisschen so in die Richtung. Ja, also aber dann muss es ja hier in die Richtung spitz zulaufen. In welche? Nach vorne. In die wir fahren? Ja. Ja, weil sonst würden wir ja seitwärts treiben. Das wirkt nicht professionell. Ja, nein, wir fahren ja schon, wir treiben ja nicht. Also da muss man schon mal korrekt bleiben. Das stimmt, das sehe ich absolut ein.
1, 2, 3, 4, 5. Bleiben wir bei einer Breite von 5? Ich denke erstmal, oder? Ja. So, was brauche ich denn für Netze? Kann ich überhaupt Netze machen? Das ist eine gute Frage. Moment, die sind doch bestimmt beim Hammer mit drin. Nee, das kann sein. Nö. Dann können wir sie noch nicht machen. Also ich glaube, wir müssen erstmal einen Forschungstisch machen. Das ist auch möglich, ja. Forschungstisch. Guck mal, da ist noch ein Fisch für dich fertig. Oh, cool. Danke dir. Mhm. Mach ich gleich den nächsten rein. Ich platziere mal hier Planken noch beim Wasser. So, ich habe aber gehört, dass unser erster Ausflugstag jetzt wohl dokumentiert wurde und wir uns auf den nächsten freuen dürfen. Ja, wenn es so ist, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Folge kommt am Freitag um 16 Uhr, weil die Folgen kommen jetzt immer montags, mittwochs und freitags um 16 Uhr. Dementsprechend würde ich mal sagen, haut rein, bleibt gesund und bye bye. Auf Wiedersehen.